Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier seid, schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dich und um dein Gegenüber, und zwar um die kommenden 7 Tage. Wie wird sich die Situation entwickeln? Was wird passieren? Ich werde die kommenden 7 Tage mit deinem Gegenüber näher beleuchten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir, mit deinem Gegenüber übereinstimmen wird. Aber du bist auf diese Legung aufmerksam geworden. Du möchtest dir diese Legung anschauen. Die Legung hat dich gefunden. Und deswegen sind hier Informationen, Botschaften für dich enthalten. Du sollst hier etwas erfahren, etwas wissen. Wenn du magst, kannst du natürlich auch meinen Kanal abonnieren, mir ein Like geben, vielleicht auch einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Es besteht auch die Möglichkeit einer kleinen Spende. Diese kommt meinem Kanal zugute. Ich investiere das hier in meinen Kanal. Und ja, diese Spendenfunktion findest du unter dem Video in der Leiste, wo du auch liken und disliken kannst. Da ist ein Herzchen und da steht Thanks. Also da kannst du drauf gehen und schauen, ob das etwas für dich wäre oder nicht, ob du mir eine kleine Spende, einen Kaffee ausgeben möchtest oder nicht. Ich fange jetzt einfach an. Die kommenden 7 Tage mit deinem Gegenüber. Wow, das sind zu viele, aber ich nehme noch die und die. Also, die kommenden 7 Tage mit deinem Gegenüber. So. Ich decke einfach alle Karten auf, dann weiß ich Bescheid. Ja. Die drei, das ist die drei, das ist die Herrscherin. Und dann habe ich hier den König der Schwerter, die Welt, das Ass der Münzen, den Hierophanten, den Ritter der Kelche, die sechs der Schwerter und die vier der Kelche. Interessant, sehr schön. Ich habe hier die Herrscherin und ich habe hier auch den König der Schwerter. Das bist du, das ist dein Gegenüber. Egal welchen Geschlechts, du bist die Herrscherin, das ist König der Schwerter. Und daneben liegt die Welt. Und daneben liegt das Ass der Münzen. Also, das ist hier eine wunderschöne Entwicklung. Ich sehe das schon hier in den Karten, dass die kommenden 7 Tage für euch beide, für dich und deinen Gegenüber, nicht ohne sein werden, aber im positiven Sinne. Da wird sich was tun, da gerät etwas in Bewegung, beziehungsweise mit der Welt. Ja, habe ich das hier so, dass etwas mit deinem Gegenüber endet und gleichzeitig beginnt. Ja, es ist ein Abschluss und ein Beginn von einer neuen Phase. Ihr geht gemeinsam in eine neue Phase über in den kommenden 7 Tagen. Und zwar ist diese Phase eine Veränderung, die zwischen euch beiden sich abspielen wird. Ja. Ich habe das hier so, das sind weniger die äußeren Umstände, die diese Verbindung irgendwie umkreisen, die sich verändern werden. Eher ist es so, dass die Einstellung, euer Miteinander, die Einstellung zu der anderen Person wird sich verändern. Denn mit der Welt, ein Zyklus ist zu Ende gegangen. Etwas hat, ist, ja, hat Abschluss gefunden. Etwas ist, man hat daraus gelernt, ja. Ihr hattet eine Lernaufgabe gemeinsam. Ihr solltet etwas lernen, etwas erfahren und aus dieser Erfahrung lernen. Und das habt ihr getan, was ich hier so sehe in den Karten, ja? Dass das erfahren wurde und auch umgesetzt wurde, was umgesetzt werden sollte. Und deswegen
ist das jetzt zu Ende gegangen und etwas Neues beginnt sofort, gemeinsam. Also das ist jetzt nicht das Ende. Das ist erst der Anfang, sagen die Karten, mit euch beiden, ja? Egal, wo ihr euch beide befindet in eurer Verbindung, in den kommenden 7 Tagen beginnt etwas Neues zwischen euch beiden, ja? Es kann hier aber auch für einige von euch eine Reise angezeigt sein mit der Welt, ja? Es ist eine Reise, die ihr beginnen werdet. Es ist aber auch hier eine gemeinsame Reise durchs Leben, in die Partnerschaft, mit dem Partner gemeinsam reisen, entweder durch das Leben, ja, oder eine reelle Reise, kann auch hier so sein, ja. Und diese beginnt in den kommenden 7 Tagen. Und ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, es wurde alles erledigt und deswegen werdet ihr jetzt mit einer Chance belohnt. Mit einer Chance auf das innere und äußere Glück. Das ist hier das Ass der Münzen. Das ist die Glückskarte. Das ist die Glückskarte allgemein für die Liebe, aber auch für eine gemeinsame Zukunft. Ja, das ist hier die Zahl 1. Also es beginnt. Und das ist eine Chance, die sich auftun wird. Ihr werdet diese Chance wahrnehmen, zusammen, beide gemeinsam oder jeder für sich, aber halt, ihr wisst davon, ihr seht diese Chance und es liegt an euch, diese Chance wahrzunehmen, umzusetzen, zu gestalten. Ihr könnt hier einen neuen Boden gemeinsam betreten. Ihr könnt eine neue ganze Welt neu betreten gemeinsam, eine neue Verbindung, eine neue Art eurer Verbindung, in eurer Verbindung, ja, ein neues Miteinander, gemeinsam, zusammen, in Glück, ich habe hier einen Kreis, also es ist ein Kreislauf, ihr beide bewegt euch zusammen, miteinander, vielleicht sogar umeinander herum, ja, und ich komme jetzt hier zu euch beiden, du bist die Herrscherin, das ist dein Gegenüber, König der Schwerter. Du bist jemand, der alles zum Erblühen bringen kann. Wenn man dich an der Seite hat, dann gerät alles in Entwicklung, in Bewegung. Alles blüht auf, alles wächst, ja. Man kann sehr viel erreichen mit dir zusammen. Du bist unterstützend, du bist da, du kümmerst dich und dich kann man um Hilfe bitten, um Rat bitten und auch nicht nur, sondern du hilfst auch aktiv mit, beziehungsweise bist einfach dabei, ja? Und durch dein Zutun entwickeln sich die Dinge. Entwickeln sich die Angelegenheiten. Ohne dich würde es zum Beispiel nicht so schnell gehen. Ohne dich würde nichts passieren. Mit dir ist alles möglich. Ja, so habe ich das hier. Und das sieht dein Gegenüber, das weiß dein Gegenüber, das wird geschätzt. Und auch sieht dein Gegenüber, dass mit dir eine, wenn ihr zum Beispiel noch nicht zusammen sein solltet, ja, dein Gegenüber sieht, dass mit dir eine feste Partnerschaft, eine schöne, erfolgreiche Partnerschaft möglich ist. Du bringst alles mit, was eine Partnerin, ein Partner haben sollte, damit man eine Beziehung haben kann. Und dein Gegenüber ist hier der König der Schwerter. Ja, das ist eine logische Person, vielleicht manchmal etwas kühl wirkend, überlegend, nachdenkend, aber auch handelnd. Aber zuerst überlegen und dann handeln. Ja, das ist hier das Motto von dem König der Schwerter. Das ist dein Gegenüber. Und ja, das hat sich, also diese Herangehensweise hat dein Gegenüber schon weit gebracht. Also man setzt da drauf. Ja, das ist jetzt kein Hitzkopf. Das ist niemand, der unüberlegt handelt, der sich kopfüber in irgendwelche Angelegenheiten stürzt, sondern es ist eine besonnene Person, ein intelligenter, nachdenklicher Mensch, vielleicht sogar vielleicht ein bisschen nachdenklich, wirkt manchmal, als würde diese Person zögern. Das ist aber kein Zögern, sondern das ist der Nachdenkeprozess, der Überlegungsprozess, ja?
Also nicht verwechseln mit Zögerlichkeit. Diese Person, wenn diese Person sich für etwas entscheidet, dann wird einfach knallhart durchgezogen, ja? Und deswegen könnte man auch manchmal sagen, Herzlosigkeit. Dein Gegenüber geht über Leichen. Aber das ist einfach nur das, was man sich überlegt hat. Der Plan wird einfach knallhart umgesetzt, weil dein Gegenüber weiß, am Ende wird das alles gut werden. Am Ende wird sich das Ganze auszahlen. Das führt mich zum Ziel. Und deswegen so ein bisschen unterkühlt, vielleicht auch. Manchmal wirkt diese Person etwas arrogant, ja, ist sie aber nicht. Das wirkt nur so, weil manchmal hat auch diese Person Zweifel und da sagt man lieber nichts, ja. Oder wenn man das nicht genau weiß, dann sagt man lieber nichts, hält sich zurück und das könnte eventuell manchmal als Arroganz rüberkommen. Ja, aber nur so am Rande, das gilt nicht für alle. Aber ansonsten aus Erfahrungen gelernt. Diese Person hat auch viel im Leben durchgemacht, viele Schlachten geschlagen und war aber auch zum Teil siegreich. Das hat diese Person auch weit gebracht und deswegen setzt man eher auf die Logik als auf das Gefühl. Ist nun mal so, ja. Das Gefühl kommt manchmal nicht so durch. Die Liebe wird manchmal nicht so gezeigt. Man denkt, diese Person hat vielleicht gar keine Gefühle. Das stimmt aber nicht, ja. Die sind einfach nur im Inneren, die werden nicht so gezeigt. Das seid ihr, das ist eure Verbindung. Anfang und Ende, etwas Neues beginnt, ein neuer Lebensabschnitt für euch beide beginnt in dieser Verbindung, in dieser Beziehung zwischen euch beiden, ja. Und das kann das große Glück für euch bedeuten. Und ich habe hier den Hierophant. Also, das ist auch hier im Endeffekt manchmal. Das ist hier die Hochzeitskarte. Das ist aber auch die Karte dann jetzt auch für uns hier in unserer heutigen Zeit ist es hier die Karte für eine feste Partnerschaft. Sich auch einig sein und gemeinsam durchs Leben gehen. Muss nicht unbedingt jetzt heiraten sein, kann aber. Kann auch Verlobung sein. Also der neue Abschnitt bringt das Gemeinsame, bringt auch eine bestimmte Führung und Weisung. Ihr beide könntet zum Beispiel euch austauschen, ja, miteinander sprechen, reden, die Richtung festlegen. Aber ich habe auch hier so, dass irgendjemand, noch eine dritte Person, wichtig sein könnte für euch. Tätig als Berater, vielleicht ist es jemand aus der Familie, der etwas älter ist, ja, und euch so ein bisschen berät. Du könntest dich zum Beispiel an diese Person auch wenden können, wenn du Probleme hast mit deinem Gegenüber in der Verbindung, ja. Und so jemand könnte bei dir vorhanden sein oder bei deinem Gegenüber, vielleicht aber auch bei euch beiden, ja. Und der Rat dieser Person, der ist gut, ja, sagen die Karten. Also, wenn du dich an diese Person wendest, dann wird sie dir auch einen guten Rat geben können. Es ist auch hier jemand, der sehr großzügig ist, ja, und auch spirituell bzw. religiös ist diese Person, ja, jemand Älteres. Und wenn es schwierig sein sollte, kannst du diese Person um Rat fragen. Wird hier angezeigt, ja. Und der Ritter der Kelche, ja, das ist die Verliebtheit, das ist die Liebe, das ist auch das Glücksgefühl in der Liebe, in der Verbindung. Ihr seid einfach, bewegt euch auf neue Ufer hinzu, gemeinsam in der Verbindung mit guten Gefühlen, mit angenehmen Gefühlen. Ihr weißt vielleicht noch nicht so ganz, wohin die Reise geht, ja? Wohin die Reise mit euch beiden geht. Es ist da irgendwie so eine Unsicherheit da, hier, ja? Aber trotzdem ist eine Entwicklung in den Karten zu sehen und zwar mit dem richtigen Gefühl dabei.
Also die Gefühle spielen hier eine Rolle und die Gefühle sind da und sie sind auch gut und richtig. Ich habe die Liebe, ich habe die Romantik, ich habe die Zuneigung. Gemeinsam zusammen im Boot sitzen und weiter sich fortbewegen zu neuen Ufern. Hier die Welt, ein neuer Abschnitt, ein neuer Liebesabschnitt, ja, und die Bewegung auf neue Ufer hinzu. Wenn es sich um eine reelle Reise handelt, könnte sein, dass ihr eine Schifffahrt macht oder irgendwie mit dem Boot irgendwie ein bisschen unterwegs seid oder irgendwie sowas, ja? Könnte sein. Und oder es sind Boote in der Nähe, ja, da wo ihr die Reise macht. Und die Karten sagen, wenn das eine reelle Reise ist und wenn Boote zur Verfügung stehen, dann nutzt diese Boote, macht irgendwie so einen Bootsausflug oder sowas. Ja, also das ist nur am Rande für die, die eine Reise machen. Und ja, neue Ufer, auf neue Ufer zusteuern. Aber das sind auch Bedenken, das sind auch Ängste, das sind auch Sorgen. Das, was man erlebt hat, nimmt man aber hier auch mit. Ja, das fällt nicht einfach so weg. Die Erfahrungen nimmt man mit, die kleinen Problemchen nimmt man leider hier mit. Ja, aber im Großen und Ganzen, die Liebe führt euch zu einem neuen Ufer. Und an diesem neuen Ufer warten auf euch die vier der Kelche, aber auch zusammen mit dem Ass der Münzen. Und das ist hier das Potenzial, dass das, was möglich ist, wird sich euch offenbaren. Es liegt an euch, was ihr damit machen werdet. Es könnte auch sein, dass eine Person irgendwie kalte Füße bekommt. Habe ich hier auch. Eine Person könnte hier kalte Füße bekommen und auf Abstand gehen, ja. Aber die Möglichkeit der gemeinsamen schönen Zukunft bleibt aber trotzdem erhalten. Es ist, ich habe das hier so wackeln, ja, so Wackelkandidat irgendwie. Einer von euch, es könntest du sein, das könntest du sein, das könnte aber auch dein Gegenüber sein. Und es ist auch eine kleine Warnung hier dabei. Also, wenn diese Person anfängt zu wackeln, zum Beispiel, wenn es dein Gegenüber ist, bleib bei dir, bleib in deiner Selbstsicherheit, ja? Lass dich da nicht mitreißen in diese Unsicherheit und renne auf keinen Fall dem Partner, deinem Gegenüber hinterher. Bloß nicht, ja? Das könnte das Ganze verkomplizieren. Lass ihn einfach oder sie einfach in dieser Unsicherheit, in dieser Wackelposition, ja, wackel hier so ein bisschen unsicher sein. Soll ich nicht? Ist das wirklich das Wahre oder nicht, ja? Ich habe hier wirklich kalte Füße und lass dich davon nicht anstecken, sondern bleib bei dir, halt dich zurück, ja? Und zeige deine Sicherheit, deine Stärke. Ich wähle noch eine Karte in Bezug auf diese vier der Kelche. Was steckt dahinter? Bube der Stäbe. Aha, okay. Also dieses wackelige, ja, ich habe das hier, dein Gegenüber bekommt zum Beispiel, könntest auch du sein, dann in dieser ganzen Entwicklung bekommt dein Gegenüber kalte Füße. Es könnte sein, dass er oder sie sich wieder ein bisschen zurückziehen wird, ja. Aber dann wird die Sicherheit bzw. die Leidenschaft oder beides siegen und dein Gegenüber kommt auf dich zu mit einem Vorschlag, mit einem interessanten Angebot, wendet sich wieder dir zu und möchte etwas Spannendes dir vorschlagen, unterbreiten. Ja,
Also das ist, wie gesagt, kalte Füße bekommen für einen Augenblick und dann liegt wieder der Fokus auf dir, auf eurer Verbindung und du wirst eine Chance haben, etwas Spannendes mit deinem Gegenüber zu erleben. Ja, ich habe das hier nur so ganz kurz und dann wieder die Leidenschaft und auch diese Anziehungskraft ist so stark, dass dein Gegenüber sich wieder dir zuwenden wird und auf dich zukommt und was Interessantes dir sagt, vorschlägt, ja, macht ein Angebot, möchte mit dir was Spannendes hier erleben. Also, das ist nur wirklich nur so am Rande, kurzzeitig ein bisschen wackeln und dann sich wieder stabilisieren und dir zuwenden. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.